Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Es regnet mal wieder. Schockschwere Not. Es regnet die ganze Zeit. So, wie viel brauche ich noch? 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben im letzten Part tatsächlich ein Feld gekauft. Mal sehen, wann es ankommt. Wann es angelegt wird. Vielleicht erst im Herbst oder so. Mal gucken. Aber ihr habt die Gelegenheit immer noch, mir zu sagen, was wir kreuzen sollen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht mal die zwei Melonenarten kreuze. Dann gibt es die Supermelone. Weil die beiden Melonen bringen halt jetzt gerade von meinen Feldfrüchten, die ich habe, am meisten. Und da dachte ich mir, das könnten wir nochmal ausprobieren. Die Sachen zu kreuzen, die immer am meisten Geld bringen. Das habe ich jetzt schon einmal bei den Bäumen gemacht. Da habe ich das Bäumchen auch schon gepflanzt. Das habt ihr, glaube ich, schon im Frühling gesehen. Was ist? Wieso ist Salia trächtig? Wie, wo, wann und wer? Habe ich was verpasst? Machen die auch einfach so, ohne dass ich das in Auftrag gebe? Ich halte es nicht aus, Salia ist wirklich trächtig. Und Bibbel auch. Why? Wieso? Aber... Ich weiß nicht, ob ich das in Ordnung finden soll. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wieso, weshalb, warum? Ja, okay. Aber guck mal hier, das sieht ja wunderschön aus. Die Wahrrübe sieht gut aus. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie viel die gibt. Also eine brauchen wir für das Rezept und drei für den Schrank. Ich fasse es einfach nicht. Da muss ich aber jetzt mal Bibbel fragen, wie ihr Kind heißen soll. Die Frage ist, kann man denn sagen, wer der Vater ist? Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Kann man bei Gnubbel sehen, wer der Vater ist? Nee. Ist einfach so. Ich fasse es nicht. 460. Jawoll. Also da lohnt sich doch das wirklich zu kreuzen. Momentan gibt es keine Aufträge. Aber dafür rote Blümchen. Ich fasse es nicht. War es Gnubbel oder war es Meduni?
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es Dhoni war. Oh nein, bitte nicht Knubbel. Bitte nicht Knubbel. Ich werde jetzt mal dreimal Melonsaat von beiden holen und versuchen, die dann bei Winnie zu kreuzen. Und gucken, was denn da rauskommt. Da muss ja irgendwie so vielleicht so eine Supermelone oder sowas rauskommen. Aber ich kann mir vorstellen, das bringt bestimmt auch Knete. Aber dann wäre das wahrscheinlich eher so eine reine Sommerfrucht oder so. Da müssen wir mal nochmal mit den Tieren reden, ey. Bald habe ich ja nur noch voll mit Schafen. Morgen, wo gehst du eigentlich hin? Ist echt heiß geworden, hä? Ja. Das Problem ist, im Gegensatz zu den Hühnern, bei den Hühnern kann ich wenigstens sagen, okay, wenn es ein Dude ist, ne, dann verkaufen wir den Dude einfach, also den Hahn. Weil ich brauche ja so gesehen nur einen Hahn, der befruchtet. Und bei Schafen ist das ja nicht so, ne? Da kann ich ja sowohl vom von der Aue als auch vom Widder ja das Fell nehmen und das dann gewinnbringend verkaufen. Ja. Kann man die auch kastrieren? Ich würde ganz gern schnipp schnapp abmachen. Hey, Maika, morgen. Empfehlung für Sommerpflanzen, ne? Tomatenmelonen und Steckrüben sind am besten. Vielleicht Wassermelonen, wenn du Lust auf eine Herausforderung hast. Ja, aber ich will was kaufen. Hallo, herzlich willkommen. Wester investiert. Ja, ich weiß. Ja, ich möchte ganz gern was kaufen. Ich mach mal 5 davon. Meint, das macht nur 300, ne? Ich kann mir vorstellen, also 5 davon, dass das schon was bringt, weil, sind wir mal ehrlich, du bezahlst nur 300 für 5, wenn du jetzt 9 machst, fertig, ne? Dann kriegst du, weiß nicht, viel zusammen. Ja, Vesta, beeil dich mal hier, ne, mit deiner Ernte. Ja, aber darüber müssen wir noch reden, ne? Aber dass das auch so funktioniert, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil die hat morgen schon wirklich Gold im Mund, ne? Ach, die Hitze ist echt zu viel. Ich habe bald einen Stall voller Schafe. Was soll ich denn sagen? Bis dann, Chaos, danke schön, dass du da warst. Wir schnacken, ja, wir schnacken mal bei Discord. Und, ja. Ich mache auch nicht mehr lange. Das ist ja so gesehen der letzte Part jetzt, ne? Die letzten 2 Tage. Und es fängt an zu regnen. Ey, das ist ja echt mal mieses Wetter hier. Ich glaube, das geht jetzt einfach, weil der Stall groß genug ist. Aber dass die sich automatisch von selber vermehren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin ich ehrlich. Ich bin ein bisschen erschüttert. Hallihallöchen! Ah, hast du schon gewusst? Ja, willst du mit mir quatschen? Ja, komm, lass mal ein bisschen quatschen. Hast du gewusst, wenn du eine Stecklohne und eine Süßtoffel kreuzt, ergeben sie einen echten Leckerbissen? Ja, das mit Lou, weiß ich schon. Aber ich möchte ganz gern kreuzen. Kann ich immer nur zu bestimmten Zeiten kreuzen oder was ist da los? Warte mal, was passiert, wenn du mich mit einer Steckbeere und einer Takaru fütterst? Ja, ich werde dir was Neues anbauen, Zorbon. Ja, versuch's doch mal.
Was geht's, Parker? Sag dem alten Winnie, was du einfach brauchst. Ich möchte ganz gerne kreuzen. Das sieht irgendwie anders als die anderen, sehen nach Melo Melo aus. Dann sieht besser im Sommer, Frühling, ja, komm. Ja, bitte. Ich will Melo Melo. Ja, bitte. Machen wir es mal so. Nein, danke. So, wie viel habe ich denn jetzt? Falsch rum. Da, wir haben 3. Das heißt, wir brauchen noch 6. Aber Frühling, Sommer, okay. War klar. 6 von den 1 Melonen und 4 von den anderen. Melo, Melo. Natürlich aufgezogen und Gemüse. Oh. Wieso kann ich bei dir nie was kaufen? Kann ich jetzt hier was kaufen? Hey, heute ist ein guter Tag. Kein guter Tag zum Rumlaufen. Ja, es ist nicht dein Ernst, oder? Gut, sie ist da. Ja. Ich brauche davon 6. Und noch nicht. Und von dem brauche ich 4. Klingt gut. Eine kleine Topfpflanze. Also hier wachsen keine kleinen Beeren. Ja, super. Dann können wir nämlich jetzt wieder zurück zu Winnie und das dann machen. Komm schon. Danke. Winnie, lass uns kreuzen. Ja, bitte. Und nochmal kreuzen. Ja, das läuft richtig gut gerade. Komm. Winnie, wir haben einen Lauf. Jetzt machen wir es mal so rum. Oh, gleich nur noch einmal. Komm, Winnie, du schaffst das. Ich glaub ganz fest an dich. Ja. Nee, danke. Weiß schon. Na, Mädchen, wie laufen die Geschäfte? Also, was hältst du von meinem Haus? Ich selbst finde es ja ziemlich gemütlich. Ja, schon schnickig. Sieht schon ganz nice aus. So, wir haben hier einmal Herbst. 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 Okay, das war's erstmal. Ha, lol. Ah, nee, gar nicht. Die haben wir noch. Die Stigmate, ne? Für den Herbst. Genau. Da haben wir mal wieder ein bisschen Geld. Hier haben wir ein Ei. Da haben wir auf jeden Fall 3 Eier. Ne, 1 kostet schon 460, ne? Ja. Sehr gut. Also das lohnt sich schon. Ich sag's euch, das lohnt sich schon.
Aber nachdem wir jetzt ja hier die Sachen gemacht haben. Wir haben jetzt den Stall abgegradet. Wir haben jetzt ein neues Feld irgendwann mal. Die Frage ist halt nur wann. Dann könnt ihr mir ja sagen, was wir denn als nächstes kaufen sollen. Was wir als nächstes in Angriff nehmen sollen. Komm, das schaffst du. Abgesehen vielleicht davon jetzt auch mal die Gerätschaften zu kaufen. Kann das hier überhaupt? Nee, da wächst es tatsächlich weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll tatsächlich. Es regnet ja permanent gerade. Was ja ein bisschen blöd ist. Da kriege ich jetzt 3000 raus. Ich habe tatsächlich selber 6000. Das heißt, ich komme auf jeden Fall auf meine 10.000. Pipo, was führt dich her? Regen zieht mich immer runter. Falls deine Tiere noch auf der Weide sind, solltest du sie so schnell wie möglich in den Stall zurückschieben. Nee, die habe ich doch schon. Die sind doch schon alle da. Ich muss jetzt halt nur warten, bis es 18 Uhr ist. Ey, wie geht's? Das vergessene Tal ist voller Inspiration. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ausdauer, Sättigung. Komm, wir essen mal was. 2 Sandwiches und dann lass mal losgehen. Hallo! Hier lässt es sich wunderbar leben, wenn der Weg zur Stadt nicht einfach so weit wäre. Ja. Darüber beschwert er sich meistens. Ach, du bist es. Genießt du das Leben? Schön, schön. Wenn man älter wird, geht es nur noch bergab. Also mach so viel wie möglich jetzt, solange du noch kannst. Bitte was? Wo ist denn eigentlich? Bleib draußen, du Schlingel. Ja, aber das ist doch... Ach, du bist da. Herzlich willkommen. Was ist? Brauchst du was von mir? Ja, dein Club-Sandwich. Kommt der erst um 14, 16 Uhr raus? Tatsächlich. Du willst doch bestimmt was bestellen. Natürlich. Darum bin ich ja da. Ich würde es cool finden, wenn er jetzt auch nochmal so ein bisschen sein Repertoire an Lebensmitteln oder beziehungsweise an Gerichten, dass er das so ein bisschen anpasst, beziehungsweise dass er das auch mal ein bisschen ändert, so von Jahreszeit zu Jahreszeit oder so, dass er da immer was Spezielles hat. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Jetzt haben wir nämlich noch so ein bisschen Energy für... ein bisschen hier voll machen. Ich finde es schade, dass im Prinzip hier komm, das schaffst du noch. Dann gehst du ins Badezimmer und dann läuft das. Da haben wir wieder gut was abgemäht. Für den nächsten Tag. Damit ich jetzt noch schnell die Kühe melken kann und dann läuft das. Ich mag das Geräusch, was du denn machst. Oh, ja, voll schön.
So, das reicht locker, um die Kühe zu melken. Nicht einschlafen. Ach komm, ich kann auch so eine kleine Bahn. Ich habe ja gesagt, eine kleine Bahn. Das ist eine kleine Bahn. So. Ne, dann kann das am nächsten Tag gemacht werden und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach, ich muss ja noch die Sachen verkaufen. Das wäre vielleicht gar nicht so praktisch, ne? Das wäre ja mal voll praktisch hier. 4400. Sind da 3 Eier drin? Eigentlich müssten es doch 4 sein, aber ich kann mir vorstellen, dass halt die Ente nicht jeden Tag Eier gibt. Ach, ihr 3 schon wieder. Gute Nachrichten! Dein das fantastische Feld ist fertig. Ja, das war mir so klar. Ui. Das ist jetzt aber größer. Im Vergleich zu seinen anderen Feldern ist dieses hier rappelvoll mit Nährstoffen. Hier lassen sich sicher Pflanzen von höchster Qualität anbauen. Das war es jedenfalls erstmal von meiner Seite. Mach guten Gebrauch von dem Feldermädchen. Wie groß ist das denn? Alles in Ordnung, Pipo? Mein Leben ist jetzt so viel besser. Lass mich durch. Alt, nee, lass mich nochmal rein. Und hier, rechnen Sie mit Wolkenfang im Himmel. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es regnen muss. Ne? Ich kann die ja trotzdem raus aus die Weide lassen. Doni, hast du dich an Salia und Bibel vergriffen? Möchtest du mir etwas sagen? Was steht hier? Annika sieht gesund und zufrieden aus. Simba ist ziemlich temperamentvoll. Das freut mich. Das war ja Charlie. Sehr gut. Passend zum... kurz bin ich da, denn dann geht die Kuh auch schon los. Ein befruchtetes Ei. Wie oft kann man eigentlich da... kann man da sehen, wie viel da Hühnerfutter ist? Geflügelfutter kann im Futterbereich platziert werden. Ja, aber für wie viele Tage reicht das denn jetzt? Ich meine, ich habe bis jetzt einmal was da hingepackt und seitdem nie wieder. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal unser fantastisches Feld an. Ach, guck mal, hier haben sie auch extra noch hingebaut. Ey, das ist ja mega riesig. Na gut. 1, 2, 3. Hey, so viel kann ich gar nicht machen. Ich brauche auf jeden Fall die bessere Sichel.
guckt euch das an. Ja gut, der macht hier natürlich die bessere Gießkanne. Natürlich jetzt wieder Sinn, ne? Aber wir können... 8 Bäume können wir anpflanzen. Ey, jetzt gibt's ja gar kein Halten mehr. Ich sag's euch. Ich muss jetzt erstmal, Kotzmähen. Ey, es gibt ja gar kein Halten hier. Bäume. Da kannst du ja richtig mal überlegen, was du da so kreuzt. Bei 5 Bäumen, die du so haben kannst? Oh, das ist jetzt halt auch ein bisschen blöd, ne? Jetzt haben wir 5 Bäume, 5 Grundbäume. Da würde mir das jetzt so ein bisschen fehlen, lieber 6 zu haben. Oder nur 4. Dass man sagt, okay, ich kreuze die zwei und die zwei und dann kreuzen wir die gekreuzten nochmal, ne? Aber der will auch nicht so richtig jetzt in den Porto kommen. Meine Ausdauer ist halt schon hinüber, ne? Aber, boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, so viele. Einrichtung bestellen, okay. Ach, Düngerstreuer ist jetzt auch noch hier neu. Installiert einen Düngerstreuer für das Fantastische. Enthält er Dünger, geht er zweimal täglich automatisch in Betrieb. Na, das finde ich ja schwachsinnig. Also, ihr könnt euch entscheiden, was wir als nächstes bauen. Entweder den Verarbeitungsraum, wo wir so Milch, Butter oder Käse herstellen können. Oder ein Geflügel-Upgrade. Also, der Geflügel... Der Stall wird halt abgegradet. Bis jetzt haben wir im Geflügelstall halt noch 2 Plätze frei. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das auch immer schön gerade ist, ne? So. Hey, wie krass ist das denn? Aber doch. So, ich lasse jetzt die obere Reihe frei, weil da kommen ja die Bäume hin. So, hier ist mal ein 9er Feld, da 9er Feld. Okay, ich lasse das jetzt lieber mal so. Was steht hier? Der Boden ist außerordentlich fruchtbar. Und hier? Ist ziemlich fruchtbar. Das heißt, dann machen wir unsere eine Ernte auf jeden Fall hier hin. Unsere Steckomate. Ich hoffe, der Baum hier wird was. Für Nane, genau. Benutze eine Hacke, wenn du diese Pflanze nicht mehr drauf brauchst. Vergiss es. Da habe ich Pfirsich und Banane gekreuzt. Ich brauche eigentlich mindestens drei Eier. Jetzt habe ich schon 2. Ich glaube, die Ente bringt halt nicht jeden Tag Eier.
So, drei habe ich. So, 1000. Was ist das hier? Wow, unser Fund. Ein herrlicher Hof. Du hast 5 zusätzliche Hofeinrichtungen erhalten. Ein Wunder. Schon 31 Wunder. Toll. Wie viele Wunder? Konnte man nicht irgendwo sehen, wie viele Wunder es gibt? Genau, hier bei X. Das waren 88 Wunder, ne? 1, 2, 3, 4. Nee, warte. 1, 2, 3, 4, 5. Meine Beste, du hast die maximale LP eines Tieres erreicht. Erhalte ein Großtier. Erhalte insgesamt 3 Großtiere. 5. 8. Ein Tier wurde auf den Hof geboren. 3 Tiere. 5. Wahrscheinlich muss ich jetzt nur 8 Tiere gebären. Du hast 3 Fischarten. 5 Fischarten. 7. Wahrscheinlich muss ich trotzdem noch ein paar fischen. In der Ruine ein goldenes Artefakt. 2 unterschiedliche. Na gut. Relikt aus alten Zeiten. Das kommt wahrscheinlich mit der Zeit pro Jahr. Du hast 10, 20 Aufträge erst erfüllt. Du hast insgesamt 10.000 G. Du hast insgesamt 100.000 G. Du hast eine 5. Ja, wahrscheinlich, wenn du alle Hofeinrichtungen hast, wahrscheinlich noch. Oder die 2 und die Düngerstreuer zählen gar nicht dazu. Also ich bin schon gut dabei. Wir könnten noch ein bisschen angeln auf jeden Fall, um den letzten Tag rumzukriegen. Ey, das ist so krass einfach. Es gibt auch keine neuen Aufträge. Also wenn ihr sagt, hier mix mal bitte das und das oder versucht mal das zu mixen, dann machen wir das natürlich auch. Ich meine, ich habe das Geld dafür, dass wir das mit den Samen machen. Nicht, dass wir unbedingt jetzt meine Feldfrüchte, die ich angepflanzt habe, mache. Aber wie krass ist das denn? Was man auch machen kann, ist zum Beispiel eine ganze Armee von Steckrüben. Also das, was wir eh schon gekreuzt haben, ne, nochmal kreuzen und dann mit anderen Sachen, die wir gekreuzt haben, nochmal kreuzen. Er meint ja, man kann ja Feldfrüchte, die wir schon einmal gekreuzt haben, das Resultat daraus ja nochmal kreuzen. Also das ist jetzt, da geht's richtig ab. Da geht es ja megamäßig jetzt richtig ab. Das Gute ist, dass wir beim Angeln keine Energie verlieren. Oh, das kann... Also ich glaube, bis ich das große Feld komplett bestelle, dann dauert das ein bisschen, weil ich muss ja jetzt erstmal auch, glaube ich, wirklich die bessere Hacke holen. Obwohl, wenn es ja einmal gemacht ist, dann ist es ja fertig, ne? Müssen wir halt nur überlegen, ne? Ich werde jetzt erstmal alles anpflanzen, was geht, was wir im Herbst haben. Oh nein, es regnet! Wieso regnet es schon wieder? Das ist doch nervig. Leute, das ist doch nervig. So oft, wie es hier regnet, kann es doch gar nicht sein. La, los! Spring rüber! Wisst ihr, was mir noch so ein bisschen in diesem Spiel fehlt? Die Powerbären. Mir fehlen so ein bisschen die Powerbären hier gerade. Ja. Aber was für ein riesiges Feld einfach. Also 8 Bäume. Da können wir echt überlegen, wie wir was mixen.
Also wir haben jetzt schon Pfirsich und Banane. Dann haben wir jetzt noch Orangen, Trauben, Äpfel, ne? Schon wieder eine Wasagi gegangen. Jung, Jung, ey, das geht so ab. Da müssen wir echt mal gucken. Wir werden jetzt auf jeden Fall viel mehr Saat auch kaufen müssen bei Vesta. Wenn wir erstmal nicht immer so viel krass kreuzen. Ich meine, auch die normalen Feldfrüchte, die wir jetzt nicht gekreuzt haben, die werden auch halt ihr Geld bringen, weil in diesem Fall ist es ja wirklich so die Masse. Die Masse, die es macht. Also ihr habt im Prinzip jetzt sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Zum einen könnt ihr sagen, hey, wir möchten ganz gern Tier werden. Ich weiß, dass es Ziegen gibt. Ich weiß nicht, wann die anbietet. Zum einen könnt ihr auch sagen, hey, kreuz mal das und das bitte. Das können wir versuchen. Weil jetzt, ich meine, jetzt habe ich die Felder dafür, ne? Also wir können sowohl Obstbäume als auch die ganz normalen Feldfrüchte kreuzen. Und ja. Ich höre gerade, wie meine Katze vor der Tür sich übergibt. Das ist sehr gut. Aber wie krass groß das Feld ist, Alter. Wow. Das ist richtig heftig. Das ist ja mal mega. Wer hätte das gedacht? Ach, schon wieder so. Ich brauche echt mal eine bessere Angel oder so. Kind, ab nach Hause, es regnet. Willst du dir eine Entgeltung holen oder was ist los? Also hier sind gerade keine Blümchen, aber dafür halt noch zwei Pflänzchen. Oha, oha. Ey, das wird... Also ganz ehrlich, ich finde das Spiel so... Ich muss sagen, ich finde das... Ich habe das Original ja nicht gespielt, ne? Aber ich muss sagen, ich finde dieses Game hier richtig klasse. Ich finde das sogar tatsächlich besser als Pioneers of Olivetown oder halt Friends of Mineraltown, weil dieses Spiel, das steigert sich immer mehr, habe ich das Gefühl, so von Jahr zu Jahr, dass du immer so ein bisschen so ein Ziel hast im Jahr. Und das finde ich richtig klasse. Weil zum einen musst du wirklich so ein bisschen sparen, um halt dir so größere Sachen zu kaufen. Ne? Ich mag das auch, dass zum Beispiel die Jahreszeiten gar nicht so lang sind. Erst habe ich gedacht, ey, das wird mich super stressen. Aber ich finde das sehr angenehm. Zum einen zum Aufnehmen finde ich das sehr angenehm. Dass das nur 10 Tage sind. Ne? Weil den kann man viel besser so ein bisschen cutten. Also nicht cutten, aber so ein bisschen die Aufnahmezeit überbrücken, beziehungsweise man weiß halt auch so, das und das passiert. Und sind wir mal ehrlich, so in anderen Spielen, 30 Tage Winter, du weißt irgendwann nicht mehr, was du machen sollst. Und hier ist das vollkommen in Ordnung einfach, weil du halt ein bisschen Mine machen kannst, du kannst, dann hast du mindestens einen Feiertag oder so und dann läuft das und dann war es das. Also ich habe 5 Feldfrüchte. So, Pfirsich und Banane habe ich schon, ne? Dann könnte man jetzt hier... Lass uns mal ganz kurz die 3 nehmen. Ich will gucken, welche jetzt am teuersten. 75, 90. Okay, Orange. Ha, nein, das wollte ich nicht. Man könnte Orange und Traube vielleicht nochmal probieren. Aber ich glaube, ich habe keine Orange, ne? Nee, Traube und Apfel habe ich. Und ich glaube, ist gerade nichts da, ne?
Wir versuchen es mal. Ob da nicht irgendwer drin ist und dann holen wir uns 5 Orangen Samen. Wer da? Ja. Hallo, herzlich willkommen. Ja. 5? Nee, jetzt übertreibst du. Ich meine, die anderen kann ich ja verkaufen. 700, ja. Tut ja nicht weh. Ja, bin ich. Machen wir Orangen. Äpfel finde ich halt irgendwie langweilig, ne? Aber jetzt fehlt mir irgendwie noch ein 6. Baum gefühlt. Einfach so ein 6. Baum, der im Prinzip mit den Apfel denn zusammenkommt. Klingt irgendwie komisch, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, mein Baum da hinten wächst auf jeden Fall. Die Firnane. Ich habe extra 5 von beiden. Okay, das könnte was werden. Ja, gleich beim ersten Mal. Die sieht irgendwie anders aus, eine Traurange. Wann sie besser im Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Willst du noch was anderes kreuzen? Nö. Braucht die auch eine bestimmte... Wächst in allem, braucht aber genug Platz. Okay, Glück gehabt. Ne, den können wir das machen. Das funktioniert noch. Ich weiß ja, wo ich sie einpflanze. Hahaha. So. Ne, die kommt ja direkt hier hin. Da muss ich nämlich nicht das ganze Feld machen. Zack. Und dann ist das gepflanzt. Samen für Traurange sollte bald sprießen. Der Bonus äußerst fruchtbar. Oh yeah. Gut. Kind ist noch da. Dann kleide ich mich mal um. Mache ich ja eh den Look irgendwie immer ändern. Über den. Machen wir mal ein Orange. Es wird Herbst, ne? Dann finde ich, sollten wir das nehmen. Und was war da mal die Inneneinrichtung? Ne. Finde ich doch schöner. Gut, dann gehe ich schlafen. Dann speichern wir ab. Und dann ist schon Herbst. Dann ist schon Herbst, Leute. Ach, bevor ich es vergesse, Pipo. Die großen Tiere auch. Sehr gut. Aber... Nein, nicht schlafen! Nein! Oh, Glück gehabt. Das wäre es jetzt gewesen. Tagebuch erstellen. So, erster Herbst. Ich bin mega gespannt. Wir gucken uns kurz in den Spiegel an. Was sagt der Spiegel? Du schaffst es! Pack die Hofarbeit an. Was steht hier? Herbstbankett. Ich will den Kochtopf mitbringen. Okay, also hier hat sich nichts verändert. Gut, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Nicht vergessen, wenn ihr ein Tier sein möchtet, dann sagt's mir, wenn ihr was gezüchtet haben wollt, so bestimmte Sachen, dann sagt mir das auch. Ich bin da offen. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.